Mein Name ist Heini Ilteyer, bin 40 Jahre alt, ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Seit Anfang 2021 arbeite ich hier in der Klinik Bad Windsheim als Oberarzt in Orthopädie und Unfallchirurgie. Meine Schwerpunkte sind die Schulterchirurgie, Knie-, Sporttraumatologie und Knorpeltherapie. Im Bereich der Schulterchirurgie mache ich die minimalinvasive Chirurgie und der Schulterspiegelung inklusive Schulterinstabilität bei Schultersprengungen oder Schulterdachsprengungen sowie Rotatorenmanschettenrekonstruktion, auch Kalkschulter und Engpass-Syndrom. Im Bereich der Kniechirurgie behandle ich Sportverletzungen, zum Beispiel nach Kreuzbandruptur oder Meniskusläsionen, sowie auch Knorpeltherapie bei Knorpelschaden im Bereich des Kniegelenkes. Die minimalinvasive Chirurgie sind operative Maßnahmen durch kleine Schnitte, die so viele Vorteile haben, zum Beispiel weniger Blutverlust, weniger Wundschmerzen, kaum sichtbare Narben und vor allem eine schnelle Genesung nach der Operation. Zum Beispiel im Bereich der Schulterchirurgie, Rotatorenmanschettenrekonstruktion, wiederherstellen die Schultergelenklippe bei Schulterinstabilität. Zum Beispiel bei Schulterdachsprengungen kann man alle Operationen mit minimalen invasiven durch Spiegelung durchführen.